Liebe Videofreunde, das Science-Fiction-Genre ist schon klasse. Es hat Meilensteine hervorgebracht und hat darüber hinaus die wahrscheinlich größten Fankreise im Filmbereich überhaupt. Doch auf jeden wirklich guten Sci-Fi-Film kommen mindestens 10 Beschissene und ihr ahnt wahrscheinlich schon, worauf das hier hinausläuft. Hier ist Jäger der verschollenen Galaxie. Und wenn ihr jetzt denkt, du meine Güte, was für ein komischer Titel, dann wartet erstmal ab, bis ihr den Originaltitel hört. Slave Girls from Beyond Infinity. Na, habe ich zu viel versprochen? Als ob der deutsche Titel nicht schon nichtssagend genug wäre, der englische toppt das Ganze nochmal. Ach, die 80er. Und so wie der Film klingt, genau so fängt er auch an. Also wenn das die Damenmode der Zukunft ist? Aber wie uns der englische Titel verrät, handelt es sich bei der Dame nicht etwa um ein normales, angesehenes Mitglied der Zukunftsgesellschaft, sondern eben um eine Sklavin. Der dramaturgische Anfang kommt aber erst danach. An Bord eines Raumfrachters treffen wir die beiden Slave Girls Daria und Tisa. Und mit geballter Frauenpower wagen sie einen kühnen Ausbruchsversuch. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, sie schaffen es. Natürlich sind sie technisch auch so ausgebildet, dass sie ohne Probleme ein Raumschiff stehlen können. Ein gutes Gefühl, wieder so einen Knüppel in der Hand zu halten. Ich könnte dir jetzt etwas Passendes dazu sagen. Entgegen der anfänglichen Euphorie finden sie aber bald heraus, dass das Raumschiff ein riesiger Haufen Schrott ist und sie auf dem nächsten Planeten notlanden müssen. An diesem Weltraum-Traumstrand muss sich unsere Space-Baywatch-Nixe orientieren, wobei sie jedoch schnell Hilfe findet. Zugegeben, die Roboter sehen aus, als würden sie direkt aus einer Spielzeugfabrik stammen, aber hey, was kann einem nach so einem Anfang noch schocken? Die im wahrsten Sinne Gestrandete wird also zu einem Schloss gebracht. Ja genau, mitten im Weltall gibt es einen Typen namens Zed, der mit zwei überdimensionierten Spielzeugrobotern in einem Schloss lebt. Und dieses Schloss ist eine Mischung aus Ritterburg und Wüstenschloss, voll mit Jagdutensilien. Darias Freundin ist auch schon da und komischerweise noch andere Menschen, die ebenfalls zufällig auf dem Planeten notlanden mussten. Gäste? Ja. Hier sind auch noch Überlebende aus einem anderen Wrack. Aus einem anderen Wrack? Die Raumstraßen in unserem Sektor der Galaxie sind bedauerlicherweise extrem gefährlich. Und eben diese anderen Gäste werden langsam misstrauisch. Irgendwas scheint mit dem hilfsbereiten Gastgeber nicht zu stimmen. Wir sind alle seine Gefangenen. Unser Raumschiff ist völlig intakt. Wegen der Reparaturen hat er gelogen. Der Roboter hat mit dem Schiff nämlich regelmäßig Testflüge gemacht. Von der anderen Gruppe sind bereits mehrere verschwunden, nachdem Zed ihnen den Trophäenraum gezeigt hat. Es dauert gar nicht so lange, dass Zeds dunkles Geheimnis ans Licht kommt und der nette kleine Kerl mit der Föhnfrisur und dem komischen Hemd recht behält. Wir müssen uns langsam daran gewöhnen, dass wir es mit einem Verrückten zu tun haben. Es ist der Jagdtrieb, der Zed richtig antreibt. Deswegen hält er auch die Schwester von dem Typen gefangen, damit der richtig sauer auf ihn wird. Er wird das erfahren. Dafür werde ich sorgen und er wird mich hassen. Und ich werde auf ihn warten, weißt du. Wenn ein Feind nicht zum Hass fähig ist, ist er ein Nichts. Er ist dann keine Herausforderung. Um Zed zu überlisten, müssen sie sich natürlich um seine Robotergehilfen kümmern. Und hier zeigt sich mal wieder, dass Maschinen auch Gefühle haben können. Na schön, wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich eben allein. Also, was ist jetzt? Kommst du oder nicht? Überredet. Richtig skurril wird's, wenn die beiden Roboter anfangen, sich gegenseitig vollzulappen. Was tust du hier? Sie beaufsichtigen. Du hattest den Befehl, die Zimmer zu kontrollieren. Alles in Ordnung. Hast du das persönlich geprüft? Nein. Ich dachte, du bist für das Haus verantwortlich. Gib nicht so an. Du kannst gar nicht denken. Du bist beleidigt? Nein, realistisch. Der Meister wird über dich verärgert sein. Ich bin auch über dich verärgert. Ich ignoriere dich. Zed lässt sich aber nicht davon abbringen, sein perverses Spiel fortzusetzen. Nachdem er Rick getötet hat, setzt er nun die Frauen im Dschungel aus, um sie zu jagen. Ich habe mir gedacht, ich werde euch gleichzeitig laufen lassen. Ihr werdet Jagdmesser bekommen und eine Stunde Vorsprung. Auf der anderen Seite der Insel gibt es einen Tempel, in dem ihr Laserwaffen findet. Wenn ihr es bis dahin schaffen solltet, dann habt ihr mehr als nur eine Chance, euer Leben zu retten. Hier macht der deutsche Titel tatsächlich Sinn. Immerhin geht es um den Jäger der verschollenen Galaxie. Auch wenn es auf Anhieb nicht so klingt, als wäre damit ein echter Jäger gemeint. Unterwegs finden die Frauen allerhand verrückte Sachen. Kurz vor dem Tempel, wo die Lasergewehre versteckt sind, werden sie von so einem komischen Alien-Vieh angegriffen. Aber natürlich können sie es sofort erledigen. Aber ich habe ihn doch total durchlöchert.
Der kann uns nichts mehr tun. Nein, bloß nicht. Das tun sie ja nie. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's gesagt? Das Ende ist dann wieder völlig skurril. Erst gibt's da so eine Art Schwertkampf, dann machen sie die Roboter fertig, dann taucht das Alienvieh wieder auf, was sie auch platt machen, dann klauen sie wieder ein Raumschiff und Zed zündet den Selbstzerstörungsmechanismus in seinem Schloss. Zed's dead, baby. Zed's dead. All das scheint ihnen aber nicht zu reichen, denn das hier sind die letzten Worte im Film. Ich will mal wieder was erleben. Oh Mann, ist der Film idiotisch. Eine ganz krude Mischung aus Sci-Fi, Abenteuer und Historienelementen, was an sich ganz cool sein könnte, hier aber nur flach und mittelmäßig rüberkommt. Vielen Dank für das Reinklicken. Links zu meinen sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram wie immer in der Beschreibung. Hier könnt ihr meine letzten Videos sehen. Lasst auch einen Kommentar oder ein Abo da. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen alten oder alten neuen Titel. Bis dahin, haut rein. Ich freue mich auf euch.